Reichlich Andrang sah man am 1. März in der Industrie- und Handelskammer Magdeburg, denn hier wurde eine gute IHK-Tradition gepflegt. Schon zum 7. Mal fand die Weiterbildungsmesse statt, auf der 25 regionale Bildungsanbieter ihre Angebote präsentierten. Dementsprechend zahlreich kamen die Besucher, um sich zu informieren und Gespräche zu suchen. Dass Bedarf für Fort- und Weiterbildung besteht, das steht für die Aussteller außer Frage. Also es ist schon eine erhöhte Nachfrage da, sag ich mal. Ne? Also der Arbeitsmarkt verändert sich ja immer wieder. Wir werden auch internationaler. Das heißt, es wird schon auch immer mehr nachgefragt, jetzt seitens des Betriebes, ja, aber natürlich auch vom einzelnen Menschen her. Ja? Also viele haben wirklich das Bedürfnis, sich weiterzubilden, ne? Möchten sich qualifizieren und dahingehend ist der Trend schon wirklich da. Die Betriebe selbst befassen sich oft nicht nur mit der einfachen Weiterbildung der eigenen Angestellten. Sie stehen teilweise auch vor dem Problem des Generationswechsels, der Handlungsbedarf entstehen lässt. Von Firmen sind die Trends natürlich EDV-Schulungen und Rekrutierung von Nachwuchskräften. Wie gehe ich damit um? Wir haben den Generationsberater mit dabei, der kümmert sich um diese Thematik, weil in den Firmen ist angekommen, wir müssen was tun, aber wir haben eigentlich keinen, der es so richtig kann bei uns hausintern. Also das ist so ein Thema, wo die Firmen sich schwer tun. Von daher vielleicht ein Trend der Zukunft. Zusätzlich zum umfangreichen Messeangebot standen den Besuchern auch zwei Workshops offen, einer mit dem vielsagenden Namen Lernen lernen. Denise Kramer erklärte den Teilnehmern hier anschaulich, mit welchen Techniken man sich Lernstoff am besten aneignen kann und worauf man grundsätzlich achten sollte. Natürlich sollte man immer den Lernstoff portionieren, dass man also immer Stück für Stück etwas aufnimmt. Man sollte aber auch feststellen, welcher Lerntyp man ist, also ob man eben halt eher ein Sehtyp ist oder hören, kommunikativ oder motorisch. Das sollte man auf jeden Fall im Vorfeld festlegen. Dieser Test stellen wir auch bei der IHK zur Verfügung, dass wir mit unseren Teilnehmern durchführen können, sodass sie optimal lernen können. Und man sollte nicht länger als 1,5 Stunden lernen und dann sollte man immer eine Pause machen. Man sollte sich nicht hinlegen, man soll etwas sich bewegen, um einfach etwas anderes zu machen, sodass der Stoff sackt. Wer den Workshop verpasst hat, kann Informationen zu weiteren ähnlichen Terminen auf der Internetseite der IHK Magdeburg finden. Ansonsten lohnt sich auch immer ein Messebesuch, spätestens wieder in einem Jahr.